Helikopter, Drohnen. Warum, was machen die hier? Ja, wir setzen diese Drohnen oder unbemannte Flugobjekt, also unbemannte Luftfahrtsysteme, wie wir es lieber nennen, zum Beispiel zum Baustellenmonitoring ein. Okay. Also, das heißt, sie fliegen drüber und machen Fotos? Im Grunde ja, nur das ist etwas mehr als die Consumer-Fotos, die man mit normalen Kameras machen kann. Bei diesem System sitzt die Kamera im Flugkörper und schaut nach unten aus diesem Filterfenster raus und ist voll verbunden mit den GPS-Sensoren. Diese Fluggeräte haben hochgenaues GPS an Bord, sind also ständig mit mehreren Satelliten verbunden und kennen dadurch bei jedem Foto ihre absolute Position. Und mit Lagesensoren kennen sie auch die Position, die Neigung, das Rollen, das Nicken des Fluggerätes. Heißt, am Ende werden all diese Fotos zusammengefügt zu einem großen Bild. Ganz genau. Zusammen mit den überlappenden Fotos kann man am Ende ein großes Mosaik automatisch erstellen, das zum Beispiel die Baustelle zeigt. Geht das jetzt nur als Übersichtsbild oder geht das auch als 3D-Struktur oder wie funktioniert das? Also zunächst das Übersichtsbild ist auch schon ein auf Zentimeter, eventuell sogar Millimeter genaues Bild, Abbild der Oberfläche der Baustelle. Wir haben aber auch dadurch die Höheninformationen, sodass wir sogar ein 3D-Modell der gesamten abgeflogenen Strecke haben oder des abgeflogenen Gebiets haben.